Argentinische Forscher haben eine neue Dinosaurierart entdeckt. Der Name der neuen Art? Gumesia ucuai. Die Fossilien, Schädelknochen, sind im Norden Argentiniens ausgegraben worden. Sie sind ca. 70 Millionen Jahre alt und stammen aus der späten Kreidezeit. Der genaue Fundort der Schädelknochen liegt 1400 Kilometer nördlich von Buenos Aires, in der Los Blanquitos-Formation der argentinischen Provinz Salta. Es handelt sich um eine komplett neue Spezies fleischfressender Dinosaurier. Vor dieser Entdeckung wussten wir praktisch nichts über Dinosaurier, die im Norden Argentiniens gelebt haben. Es gab bereits viele Entdeckungen in Patagonien und Brasilien, aber hier? Das ist neu. Nada acerca de los dinosaurios que habían habitado la Tierra hace unos 70 millones de años. Die neu entdeckte Art gehört zu den kurzarmigen Fleischfressern, die die südliche Halbkugel bewohnt haben. A pesar de que solo conocemos la base del cráneo del Guemesia, tenemos la suficiente información como para. Wir wissen bereits, dass Guemesia ein Fleischfresser war. Ein Verwandter der Abelisauridae, einer Gruppe Dinosaurier mit sehr kurzen Vorderbeinen und kräftigen Hinterbeinen. Gelaufen wurde auf den Hinterbeinen. Und wir wissen auch, dass er einen sehr ausgeprägten Geruchssinn hatte, aber kurzsichtig war. Das hat eine Rekonstruktion des Gehirns gezeigt. Guemesia hatte, wie seine Verwandten, einen sehr massiven Schädel, was bedeuten könnte, dass das Tier seine Beute mit dem Kopf gerammt hat. Lo cual para algunos científicos podría significar que este animal cazaba sus presas. Übrigens, die Vorderbeine der neuen Saurierart sind noch kürzer als die des berühmten Tyrannosaurus Rex.